So, hi zusammen. Da ist ja wieder der neue Tag, bedeutet auch neuer Shop. Wir gehen gleich rein. Erstmal danke, dass wir jetzt die 300 Abonnenten erreicht haben. Wie ihr seht, unten die vierte Zahl ist schon da. Und die fünfte Zahl, wenn das so weitergeht, ist bei ist noch 6 Abonnenten auch bereits da. Also erstmal nochmal Dank an die, die alle jetzt neu dabei sind, sei es wegen Fortnite oder FIFA. Wie gesagt, es wird jetzt beides parallel laufen. Ich werde hier weiterhin den Shop zeigen. Die Tagesaufgaben, die Wochenaufgaben und gleichzeitig auch gucken, was bei FIFA bei SBCs und so kommt. Alles, was halt ein bisschen relevant ist, wo man eventuell eine Lösung gebrauchen könnte. Dann, wie gesagt, die Glocke lohnt sich halt wirklich, weil ich jetzt halt auch öfters livestreame. Zwar nur FIFA, weil es mir einfach derzeit am meisten Spaß macht. Ist klar, neues Spiel, aber kann sich natürlich auch wieder ruckzuck ändern. Und wie gesagt, wenn du wissen willst, wie du einen Paysafe-Code unten knacken kannst, einfach in die Videobeschreibung gehen. Und da habe ich ein extra Video gemacht, wo ich mich einmal vorstelle und genau erkläre, wie der Code zu knacken geht und wie das alles abläuft. Aber wie gesagt, Kurzfassung ist, alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu. Heißt, wenn ich morgen aufstehen habe, 500 Abonnenten, werde ich die letzten zwei Zahlen offen lassen. Und in dem Fall wurde bis jetzt zweimal geknackt. Also alles easy. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in den Shop. Und was haben wir Neues? Nix. Oh, nichts Neues. Okay. Dafür haben sie alte Geschichten ausgepackt. Einmal die Pest samt den Umhang. Passt natürlich wie immer top zusammen. Ist klar, gibt es auch keinen Stil von, sondern einfach der Skin, so wie er ist, ist er. So, dann würde ich sagen, gehen wir direkt mal weiter. Dann haben wir einmal den Heroldstab. Gucken, wie er sich anhört. Ja, doch, ist ein bisschen länger gezogen. Aber das ist nicht verkehrt. Sieht auch nice aus. Also sieht schon ein bisschen episch aus. Ne, Gold wäre natürlich noch besser. So, dann haben wir Lampenlicht. Diese Kleider, ich finde sie einfach am besten. Die sind ziemlich klein. Du siehst halt, wenn Gegner vor dir sind, neben dir. Der Kleider nimmt nicht so viel Bildschirm ein. Das mag ich halt überhaupt nicht, weil man sieht einfach auf einmal nichts mehr. So, das war der, wie gesagt, Lampenlicht. Und dann haben wir noch die Geißel, also die weibliche Form von dem anderen Skin eben. Sieht nice aus. Also das ist wieder ein Skin, wo ich sage, okay, der hat was. So, das passende Rückenaccessoire. Ist halt eine kleine Chemikerin, wie sie aussieht. So, auch keine verschiedenen Formen, sondern einfach so ist der Skin, gibt es in keinen anderen Farben oder sonst anderen Möglichkeiten. So, dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir die Erntewerkzeuge, die gestern auch schon drin waren. Einmal der Pizzaschlitzer. Dann haben wir Pizza Party. Tja, wer die Pizza essen will, würde mich auch mal interessieren. Dann haben wir immer noch drin Pizza Pyjama mit dem Rückenaccessoire. Der Stil dafür ist einmal ein goldenes Pizzastück, Käsestück und einmal ein gelbes Käsestück. Der Skin an sich hat, ne, das ist die einzigste Variante. So, das war Pizza Pyjama. Dann, ja, mehr hatten wir nicht, die drei. So, dann haben wir hier wieder vier Dinger. Einmal kräftiger Biss. Einmal den Dinosaurier. Bitte ein Dinosauriergeräusch. Nein. Ich glaube, das wird auch nerven, wenn das ganze Spiel Dinosauriergeräusche werden. Dann haben wir einmal Pteractylus, wie auch immer. Aber den hatten wir letztens erst mit seinen schellen Augen. Weil so hat er gar keine Augen, also beziehungsweise keine Pupille. Aber so sieht er von der Seite aus. Kommt als Ei, schlüpft und da ist der Kleider. Dann haben wir drin. Oh, Rex ist wieder drin. Aber ihr wisst ja, ich mag keine Skins, wo man die Gesichter sieht. Also schon, wenn es passend ist, aber nicht irgendwie so ein Kopfteil, wo nur das Gesicht rausguckt aus dem Maul oder so. Also in meinen Augen ist ja keine 2K wert. Ich kann nicht gerade überlegen, die werden doch nicht irgendwie mal, ändern die sich von der Rarität her oder vom Preis her. Alles immer dasselbe. Dann haben wir immer noch die DC-Sachen drin. Einmal der Peitschenfall. Ruf mich an. Einmal noch. Ruf mich an. So, das Bat-Signal, was ich mir gekauft habe.
Ich finde es immer noch episch. Egal wie oft ich es mir angucke. Und dann haben wir drin die Musik. Ihr seht, auch gekauft, musste sein. Dann haben wir Catwoman immer noch drin mit dem passenden Rückenaccessoire. Jetzt schon seit 3 Tagen? 4? Nein, 3. Sonntag kam das Event, oder? Sonntag? Samstag? Ich weiß gerade selber nicht genau. Dann haben wir die Katzenkrallen. Dann haben wir den Bettleiter. Ist halt nichts Besonderes. Aber dazu musst du halt auch den passenden Skin haben, in meinen Augen. Auf dem normalen Skin sieht er nicht gut aus. Dann haben wir drin den Schneeschlag. Oh, der gefällt mir aber wieder. Ist so ein bisschen Power Rangers. Ich schätze mal, die Jüngeren von euch wissen überhaupt nicht, was Power Rangers ist. Die alten Hase unter euch denken, wow, stimmt. Wie so die weibliche Vorform vom weißen Ranger. Original. Gut, die Maske ist ein bisschen anders, aber sonst würde ich schon sagen. So, dann haben wir Emote ansteckend drin. Ja, das ist aber nicht bei mir ansteckend. So, dann haben wir Träumerfüße. Wie kommen die da auf Träumerfüße? Sieht natürlich nice aus mit dem Skin. So, dann haben wir die Pömpelhacke. Die hatten wir da auch letztens erst drin. Ich meine, ich mache den Shop jetzt, keine Ahnung, 2 Wochen. Und jetzt habe ich schon Wiederholungen drin. So, dann haben wir noch eine Lackierung. Ja, die sieht nice aus. Ja, die hat was. Erinnert mich so an diese Spindel, die die Treppen runtergehen konnten. Ich weiß nicht, ob einige von euch kennen. Das, was nie auseinandergehen darf. Aber die Tarnung hat was. Auch auf der normalen Waffe. Sieht nice aus, echt. So, dann haben wir noch das Outfit Schneid. Die Gangster-Variante so ein bisschen. Beziehungsweise Punk. Ist halt so Punk bisschen. So, dann sind wir auch schon mit dem Shop durch. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, gerne ein Abo da lassen. Ihr seht ja, es werden täglich mehr. Also ich glaube, es ist schon lange her, dass ich am Tag keinen Abonnenten dabei bekommen habe. Natürlich Gruß an alle raus, die abonniert haben, und danke nochmal. Und dann würde ich sagen, vergesst nicht ein Like da zu lassen. Schreibt mir in die Kommentare, wenn ihr irgendwas gekauft habt. Und in dem Sinne, gebt nicht so viel Geld aus und viel Spaß mit den nächsten Videos, die kommen werden. Und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Bis dann.